Was geht ab, meine Freunde? Geonbrust hier, heute mal wieder mit einem neuen Video. Ihr habt schon den Titel lesen können, Pokémon Go Hack. Die ein oder anderen, die mir auf Snapchat folgen, und ich bitte euch einfach, folgt mir einfach auf Snapchat, ihr wisst Bescheid. Die haben halt ein Bild von mir gesehen, und zwar, ich blätter das mir eben ganz kurz ein. Ungefähr das, und ihr seht da irgendwie 1000 Pokémon-Module. Und die haben mich gefragt, Digga, wie hast du das gemacht? Da waren ungefähr bei 20.000 Views knapp 2000 Screenshots. Keine Ahnung, Alter. Und ich dachte mir einfach, komm, ich zeig euch mal, wie das geht. Also es ist wirklich im Prinzip ein Hack. Ich glaube, mit diesem Video werde ich das ganze Spiel ficken. Weil ich sag euch mal, das ist wirklich ein Hack. So, mit diesem Hack könnt ihr euren Standort ändern. Normalerweise liege ich da hinten im Bett. Ich war heute 7 Stunden lang im Bett, hab Pokémon gezockt. Hat deine Schnauze. Ja, das ist wirklich krass, Leute. Also das sind einfach nur zwei Dinge, die ihr braucht. Das ist auch kein Product Placement. Ich erkläre euch nur, wie das geht. Bevor wir aber damit anfangen, zeige ich mal hier den Beweis. So, könnt ihr sehen, ich befinde mich gerade hier bei mir. Da ist nichts, tote Hose, gar nichts. So, und ich kann mich auch nicht bewegen. So, da hinten sind jetzt ein paar Arenen und sowas, aber ich kann mich nicht bewegen, gar nicht. Jetzt zeige ich aber das Ganze mal ein bisschen anders. Ich öffne die gleiche App, nur etwas anders. Ihr könnt schon sehen, da oben befindet sich so ein Modul. Und ich befinde mich auf einmal komplett anders. Und warte mal, ich zeige euch jetzt mal was. 1000 Pokémon-Module. Und ich kann hier sogar, Leute, ich kann mich hier auf Run stellen. Und dann kann ich laufen, Digga. Obwohl ich wie ein Fettsack in meinem Stuhl sitze. So zum Beispiel. Oder nehmen wir mal anders. Ich fange mal eben hier diesen Super. Ich mache extra meine Kamera an. Und ihr seht, das ist wirklich in meinem Zimmer. Digga, ich fange dieser hässige Super, Digga. So, das ist wirklich in meinem Zimmer, Leute. Wie das ungefähr geht, ist ganz einfach. Ihr müsst euch eine App runterladen, meine Freunde. Das ist im Prinzip einfach nur ein Standort-Hack. Ihr müsst euch die App runterladen. Ist eine japanische App. So, sprich, ihr könnt die nicht aus dem deutschen App-Store runterladen. Ihr müsst ja extra mit dem Link in der Beschreibung, da müsst ihr draufklicken. Dann müsst ihr das Ganze runterladen. Die ganze App heißt Tutu-App. Das ist auch auf Chinesisch, deswegen muss ich euch das Ganze zeigen. Ihr geht auf die Seite und dann könnt ihr auswählen Android oder iOS. Bei Android weiß ich nicht, wo man sich rumklicken kann. Oder der ein oder andere Chinese weiß bestimmt, wie es geht. Unter iOS weiß ich, wie es geht. Ihr müsst bei iOS auf in der Mitte klicken. Hier. Dann scrollt ihr runter auf das Grüne. Drückt ihr einmal drauf. Dann klickt ihr auf Installieren. Dann lädt ihr das da runter und dann müsst ihr ganz wichtig unter Einstellungen, unter Allgemein und dann unter Profil und Geräteverwaltung müsst ihr die Unternehmen-Apps, müsst ihr dann müsst ihr draufklicken und das Ganze erlauben, weil sonst geht es nicht. Wenn ihr dann die App runtergeladen habt, klickt ihr drauf und alles chinesisch, aber dann braucht ihr gar nicht. Dann seht ihr schon direkt in der Mitte links Pokémon Go. Da müsst ihr einmal draufklicken. So, wenn ihr das gemacht habt, dann lädt der Pokémon Go runter mit einem Standort fix. Eigentlich habe ich damit das Spiel komplett gefickt. Ihr sitzt zu Hause, ihr könnt damit Pokémon sammeln, ihr könnt damit euch so krass leveln. Ich habe innerhalb von 2 Stunden habe ich mich... Ich glaube, bin ich von Level 10 auf 15 gekommen in 2-3 Stunden. Das ist wirklich krass. Ihr könnt wirklich zu Hause chillen. Ihr habt da 1000 Pokestops. Also quasi habe ich damit das ganze Spiel gefickt. Mich juckt das gar nicht, weil ich habe keinen Bock, eine halbe Stunde rumzulaufen. Weil, wie Farid sagt, bitte keine Beine trainieren. Deswegen, meine Freunde, mir ist es nur wichtig, da das Ganze kostenlos ist, kein Product Placement. Macht das schnell. Falls es gelöscht wird, macht das schnell. Ich übernehme keine Haftung. Ihr müsst selber wissen, was ihr macht. Ich zeige euch nur, wie es geht. Obwohl es genauso, als ob ich jetzt sagen würde, komm mal, ich zeige euch, wie es geht, zu klauen. Aber bitte macht das nicht. Ihr wisst bestimmt, was ihr tut. Deswegen, ich übernehme keine Haftung. Mir wäre es halt nur wichtig, dass ihr mir einen Daumen nach oben gibt und das Video weiterteilt. Wie eure Freunde und so weiter. Weil, damit ich davon profitiere. Weil sonst profitiere ich davon nicht. Ich sag euch das. Es ist komplett kostenlos, ich mache nicht irgendwie versteckte Links oder so eine Scheiße, so kein Product Placement. Macht das schnell, für die einen oder anderen, die jetzt sagen, nee, ich möchte das Spiel doch lieber legit zocken, viel Spaß beim Laufen und ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, teilt das Video und haut rein.